So, liebe Leute, wir sind jetzt bei der 12. Episode. Ich habe mich entschieden, dass ich noch eine Episode aufnehme, aus Zeitgründen. Deshalb heute wieder auch im Normalzustand, ganz nüchtern bei der Sache. Und wir werden hier erstmal das Schiff ein bisschen unsicher machen. Ist auch wieder nur Training. Ich weiß natürlich hier nicht, inwiefern das alles effektiv ist. Ich muss auch ehrlich gestehen, auch solange ich das Spiel schon spiele, ich habe noch nie die Typen-Tabelle auswendig gekonnt. Schande über mich, ich weiß. Aber, also teilweise hakt es echt bei mir. Ich weiß dann nicht, was, ja, ob das effektiv ist zum Beispiel oder nicht. Das kann man, wie gesagt, immer schlecht. Weiß ich halt immer nicht genau. Ah, das ist sehr effektiv. Wahrscheinlich wegen Gift, ne? Giftboden. Ja, war was. So ganz leise, ne? Egal. Warte mal, was? Was für eine VM war das? Durchbruch. Kampf. Das ist natürlich cool. Durchbricht Schilde, die physischen Schaden abwehren. Und macht dazu noch extrem viel Schaden. Wie, das können wir nicht mit mir kämpfen. Ich dachte mal, da wären viel, viel mehr Trainer an Bord. Also wirklich in jeder Kabine, aber... Scheint ja gar nicht so zu sein. Das ist natürlich entspannt mit Gift-Pokémon hier und Schaufler dann. Ja, okay, außer dass es eine physische Attacke ist und... das ist ärgerlich. Ach, nee, ist nicht wahr. Ach, das ist ja geil. Ja, cool. Da müssen wir uns natürlich jetzt nicht immer zum Pokémon-Center begeben. Das ist 10-mal entspannter. Wir pimmen hier Sandam oder Sandig richtig auf. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe echt Bock. Also, das wird jetzt schon in dem Level locker mit Schaufler gegen die Arena gewinnen. Aber ich sag mal so, noch einen drauflegen schadet ja nie. Hier findet man noch ganz coole Items wie den Supertrank. Mehr kann man hier in dem Raum auch nicht machen. Okay. Ja. Das ist natürlich schade. Es ist sehr effektiv. So, doch nicht wechseln. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal wechseln. Ach, komm schon, ey. Irgendwie fickt uns das gerade ganz schön. Merke ich gerade. Diese komische Eisattacke, die wie Furienschlag ist. Also so eine Mega-Attacke, die immer ganz häufig angreift. Selten gesehen, selten gesehen. Ja, komm, das ist mir auch alles so riskant. Ich bräuchte ein Donner-Pokémon oder ein Pflanzen-Pokémon. Das ist irgendwie alles kacke. Ich hätte aber lieber ein Donner-Pokémon eigentlich. Auf Pikachu habe ich irgendwie auch keine Lust. Sowas wie Electek wäre geil. Ich weiß gar nicht, ob... Das kann man, glaube ich, nur in Rot fangen irgendwie. Was kann man denn als Alternative fangen? Muss ich mich mal erkundigen. Aber wir brauchen vielleicht ein Donner-Pokémon. Ich hätte überlegt, ob ich in mein Team einfach ein Flug-Pokémon, ein Donner-Pokémon... also ein Elektro-Pokémon in dem Fall. Wow, shit. Habe... Oh ey, was ist diese scheiß Attacke? Donner, Flug, Boden. Vielleicht mache ich Donner und Flug auch zusammen mit Zapdos. Obwohl ich legendäre Pokémon in Teams eigentlich immer nicht so geil finde, muss ich ehrlich sagen. Finde ich immer so ein bisschen, zu easy.
So, sandig weiter trainieren hier. Das sind alles nur Wasser-Pokémon. Das ist natürlich schwierig. Okay, das ist jetzt natürlich auch doof gewesen. Doof gelaufen. Wir gucken einfach mal, ob wir damit gegenhalten können. Scheint ja gut zu klappen. Heißt der Igor? Geil, Matrose Igor. Igor Karkarov. Auch einer der geilen Namen in dieser Edition. Was hat er uns denn hier zu bieten? Erholung. Ich hätte es vielleicht... Hätte ich meine... Ah, okay. Oh nein. Es ist ja stimmt, es ist ja nur ein Boden-Pokémon. Es ist kein Gift-Pokémon, sonst wären wir gegen Gift resistent gewesen. Aber das ist ja leider nicht so. Das ist jetzt scheiße. Ziemlich kacke. Mega-Kick. Weg damit. Ach, riskiere ich's noch? Nee, von dem werde ich völlig ungenietet. Ich werde mich hier erstmal heilen lassen. War das denn der? Nee. War das hier? Ja. Geil. Wir sind jetzt hier schon ganz schön weit eigentlich. Normalerweise habe ich dieses Schiff immer nie wirklich ernst genommen. Ich habe da jetzt nicht so viel drin trainiert wie heute, aber ich denke eigentlich einfach, ja. Ne. Leute, ist das geil. Das finde ich echt schon ziemlich geil. Jetzt haben wir schon einen Sandama. Was natürlich immer noch sandig heißt und auch immer noch gut passt. Und jetzt werden wir mal schauen, was das Ganze hier uns bringt. Sandig. Das ist schon ein geiles Pokémon, finde ich. Vom Skin her auch. Ich finde es mega geil Design mit den Stacheln. Das kann man nicht sagen. Und dann noch mit geilen Bodenattacken. Ich freue mich einfach so richtig. Ich freue mich einfach so richtig, wenn das dann sowas wie Erdbeben und so kann. Erdbeben, Schlitzer, vielleicht noch Schaufler. Obwohl das ja jetzt gar nicht mehr so stark ist. Ich dachte immer, das wäre stärker. Ja, müsste man halt sehen. Jetzt hier noch kurz in die Kammer rein. Obwohl hier eigentlich... Superball und ich meine hier Mörheimer ist noch ständig was. Hier war glaube ich in der roten und blauen Edition irgendwo ein Hyperball versteckt und das war ziemlich krass, weil sonst gab es ja immer nur Superbälle. Und da gab es dann Hyperbälle. So. Hier sind wir an der Front des Schiffes, um nicht besser zu sagen, am Bug, wer die Fachbegriffe kennt. So. Unser Sandama wird ein richtig kranker Einzelkämpfer, wie ich das Gefühl habe. Genauso wie Shiggy, das ist ja auch schon ziemlich stark. Oder Shiggy sage ich schon, Chillock alias Flosse. Finde ich aber auch ziemlich gut, weil das will ich auf jeden Fall behalten für später. Genauso wie Shiloh. Hm.
Okay. So, würde ich sagen. Nee. Vorletzte war es, genau. Noch einmal kurz hier heilen. Und hier wären wir bei den nächsten Kammern plus der Endkammer des Kapitäns. Und dann hätten wir das ganze Schiff durchgerusht quasi. Ich finde das eigentlich ziemlich gut aufgebaut, das Schiff. Aber das, was jetzt kommt, das verschieben wir auf die nächste Episode. Und vielleicht bin ich da wieder etwas entspannter drauf. Und ja, auf jeden Fall einen schönen Abend noch. Wenn ihr irgendwas zu meckern habt, gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, bis morgen in der nächsten Episode. Ciao.